Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge Valkyria Chronicles mit mir, eine Tucke aufs Brot. Und es geht auch direkt weiter, hier müsste jetzt eigentlich eine fette kleine Schlacht kommen. Ja, Operationsdetails. Wir kämpfen in Wasel, das ist das Kampffeld. Okay, die haben sich da wohl verschanzt. Wir starten an... Okay, an zwei verschiedenen Punkten. Einer muss die das Basiscamp verteidigen und die andere Seite, die vom Flussufer kommt, greift an. Und wir sollen das Camp einnehmen, der Gegner. Ja, wie das ging, haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Einfach zur Flagge gehen und dann einnehmen. So, wir sind verantwortlich dafür, wer wo startet. Wir müssen uns aussuchen, wer mitkommt. Ja, das kennen wir schon. Ja, der sagt uns wenigstens, dass Tanks da sind. Und auf der Flussseite sollen wir Scouts und Engineers mitnehmen, weil sie viel Ability Points haben. Das ist ja doch eine kleine Strecke zu laufen. Okay. Ja, Siegbedingungen, die Basis einnehmen von den Gegnern, Verlustbedingungen, wenn wir das Camp verlieren, alle Soldaten sterben, Valkyrie stirbt oder 20 Züge weg sind. Okay. Gucken wir mal, wen nehmen wir da? Das ist ein gutes Verteidigungsteam. Dann würde ich doch mal... Warum hat er da einen blauen Punkt? Ist der? Ah, die ist schon da. Ich würde mal sagen, wir machen da auf jeden Fall mal den. Den. Ein... Von denen haben wir. Ein Engineer brauchen wir eigentlich nicht. Vielleicht nur einen Sniper. Und dann nehmen wir noch die Sherry mit. So, okay. Weiter. Jo, da ist schon mal relativ viel vorgegeben. Wir haben auf jeden Fall einen Shock Trooper, einen Scout. Und in dem Team sollen wir noch eine Anti-Tank-Einheit mitnehmen. Dann nehmen wir doch mal Yoko mit. Okay, damit wäre unser Team vollständig. Und dann geht's auch los. Nee, sie sind jetzt zum Spaß hier. Ja, sie will gute Neuigkeiten von mir, also natürlich, dass ich gewinne. Gewinne. Nur gewinne, gewinne. Offensive und defensive. Squad 7, move out! It's our first mission. Let's split into two teams, City and Riverside. Okay. I'll lead the Riverside team towards the enemy encampment with the Edelweiss. Shock Trooper here. Leave the offense to me. Okay. City team, your job is to guard the base. Be ready for anything. How long you think I've been an anti-tank man? A couple of tanks ain't no sweat. That's a spirit, Largo. Now, let's move... Okay, ab geht's. Listen closely. This information could save your... Occupying camps. Ja, das habe ich doch schon gemacht.
Also in der Nähe von diesen Flaggen können wir auch mehr regenerieren. Selbst Tanks. Ich gehe direkt mal mit dem Tank hier rein. Bam. Andere Waffe. Kann ich so weit schießen? Jo, kann ich. Ausgezeichnet. Batz das Ding mal weg, würde ich sagen. Okay, sehr schön. Dann fahren wir noch mal ein bisschen da raus. Damit wir möglichst viele AP benutzen. Die zwei Idioten, da können wir, glaube ich, eh nichts. So, vielen Dank fürs nette Gespräch. Töte ihn! Sehr schön. First Blood. Wer ballert denn da? Ach nee. Da ist einer? Die Sau. Jetzt stehst du nicht mehr auf. Ist mir egal. Hi. Sehr schön. So, müssen wir hier jetzt auch mal unsere Kollegen ein bisschen richtig hinpflanzen. Er hält aber ein bisschen was aus. Bescheuert, dass die nicht von Anfang an crouchen. Granate geht? Nee, natürlich nicht so weit. Ja gut, aber was soll ich sonst machen? Ne? Ich muss ja irgendwie attackieren. Schlechter Schuss. Ziemlich schlechter Schuss. Nehmen wir den Kollegen hier auch mal noch ein bisschen raus. Oder die Kollegin. Entschuldigung. Sollte auch bei dir helfen, oder? Nicht getroffen? Ernsthaft? Okay. Ziehen wir auf jeden Fall mal ein bisschen vor. Müssen ja ein bisschen zusammenbleiben. Und hier nehmen wir auch noch den Sniper. Und du kommst mal hier neben deinen Kollegen. Bitte, 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 bitte. Yes. Ich mag die Sniper. Okay.
Erste Phase beendet. Gucken wir jetzt mal, was der Gegner so macht. Ja, viel von seinen Männchen sehe ich ja nicht, von seinen Soldaten. Auf jeden Fall hat er ein bisschen was abbekommen. Boah, du blöde Sau. Ernsthaft? Das ist aber böse von dir. Muss sagen, wie es ist. Los, schießt! Okay, er schießt gegen die Hauswand. Okay, kommt noch näher. Ja, clever, genau auf den Panzer zuzulaufen. Oh, sehr gut, der hat einen Kommandopoint gehabt. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ja, die zählen zu meinen Kommandopoints dazu. Ah, das ist gut. Du bewegst dich auch. Oh, du kleines Schweinchen. Minor damage sustained. Gut, dass der keine Granate mehr hat. Okay, Welkin kann Spezialkommandos machen. Die brauchen aber auch Kommando-Points. Mit F komme ich in das Menü. Dann gucken wir uns doch mal an, was es da gibt. F. Evade Boost. Okay. Eigentlich brauche ich das gerade nicht. So geht's weiter. Terra-Actions, was ist das denn? Weil ich jetzt aufs Gras. Ah, okay. Aufs Gras gelaufen bin. Da kann ich mich also auch hinhocken. So, das wäre Elisha gewesen. Sehr gut gemacht. Laufen wir hier mal voran. Okay, da ist ein Gegner. Bleiben wir mal hier. Und greifen diesen Mistfuzzi am besten mal an. Am besten mit einer Granate vielleicht sogar. Wenn wir eine haben. Ja, wir haben eine. Sehr gut. Ich kann das Mäuschen jetzt nochmal. Obwohl, von da oben kann ich den Panzer, glaube ich, auch ganz gut austricksen. Weiß ich zumindest schon mal, wo die Panzer sind. Dann ziehe ich mal mit meinem Panzer weiter. Was war das? Das hat komisch ausgesehen.
Alter, kommst du den Berg noch hoch oder sollen wir zwei zum Schieben holen? Okay, ich sehe keinen richtig von hier. Schieße ich einfach mal da durch. Gucken, was passiert. Kein Plan, ob es jetzt was gebracht hat. Aber bevor ich gar nicht schieße. Die steht ungünstig da. Laufen wir noch ein paar Meter mit der. Oh, und zwar nicht gerade wenig. So, okay. Ja, den Kollegen brauche ich natürlich auch da vorne, wenn er ein Panzer ist. Oh, sehr, sehr langsam. Er ist ja echt so langsam wie der Panzer. Gucken wir jetzt mal nochmal nach der Verteidigung. Der muss auf jeden Fall nochmal hier in Deckung. Und vorher vielleicht noch da angreifen. Obwohl, das ist ein Scout. Granate wäre vielleicht sinnvoller. Reicht noch nicht ganz. So, jetzt. Und tschüss. Okay, jetzt noch ein bisschen zurück. Und wir gucken in die Richtung. Gut, das war, glaube ich. Ne, einen habe ich noch. Wenn wir am besten hier die Anti-Tank-Einheit noch weiter vorrücken. Vielleicht bekommt sie sogar noch einen Schuss hin. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Gut getroffen. Dann laufen wir vielleicht noch hier hinter den Baum. So, alles klar. Und dann würde ich auch sagen, beenden wir hier die Folge mal. Die Züge sind halt jetzt ein bisschen länger, dadurch, dass ich ein paar mehr Leute habe. Aber seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, macht's gut und bleibt cremig. Tschüssi.